Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Warlords Battlecry 2 in der nunmehr 25. Aufnahmesession. Jubiläum, die silberne Aufnahmesession. Wir fahren nun fort mit unseren Nekromanten in Gildor. Wir haben nur noch 4 Länder zu erobern. Also höchstwahrscheinlich wird es die letzte Aufnahmesession sein. Das heißt, wir werden heute wohl fertig werden. Und ja, wir schauen jetzt mal, was wir hier noch reißen werden mit unseren Dunkelelfen. Wie gesagt, 4 Länder. Ich habe auch schon einen Wunsch gekriegt, welche Fraktion nochmal zum Einsatz kommen soll. Nämlich die Waldelfen. Und ich werde noch nicht viel verraten, aber die werden auf jeden Fall nochmal zum Einsatz kommen. Ich weiß außerdem auch selber noch nicht so genau, welche Fraktion ich noch so zum Einsatz bringen werde. Dämonentor. Sehr gut. Ja, Untergang. So, ihr beide geht in die Kristallkaverne, bitte. Wunderbar. Unser Wisp ist fertig. Es ist schon eine Weile her, dass ich zuletzt Warlords aufgenommen habe. Oh, was ist denn da los? Da kommt schon ein Mensch angeschissen. Wird auch gleich schön begrüßt. Also wir haben es mit Menschen hier zu tun. Interessant. Wir kämpfen ja, glaube ich, in dem Gebiet, wo es die einzigartige Einheit gibt von den Menschen, nämlich die Helebardenträger. Genau. So, und ich grüße übrigens alle Zuschauer da draußen, die sich dieses Let's Play immer noch anschauen. Also, dass ihr so treu bis hierhin durchgehalten habt bisher und es auch immer noch schaut, also das finde ich echt bemerkenswert. Also Hut ab dafür, für diese... Ja, kann man da, ja, man kann sagen, das ist wirklich eine Leistung, muss ich echt sagen. Und ja, freut mich auf jeden Fall sehr, dass ihr immer noch dabei seid. Auf jeden Fall. Ich habe ja gestern zum Beispiel, oder die letzten Tage habe ich nämlich ein Beispiel gehabt. Da kam eine neue Abonnentin rein, hat wohl irgendwie Frontschweine geschaut und dann ganz schnell wieder deabonniert. Ich meine, gut, so, okay, soll sie machen, ist nicht mein Problem. Ich muss auch tatsächlich sagen, das habe ich erstmal von einem größeren YouTuber gehört, nämlich von Chan von Apple War Pictures und auch von einem mir bekannten kleineren YouTuber, nämlich vom Rimnir, der macht ja auch Videos, und zwar sehr gute Videos, und zwar, dass die Abonnenten im Laufe der Zeit an Bedeutung verloren haben, wo ich ihnen auch durchaus... ohne irgendwelche Bedenken zustimmen kann. Das ist tatsächlich so. Abonnenten haben in den letzten Jahren ordentlich an Bedeutung verloren. Ich finde es aber ehrlich gesagt auch nicht sonderlich schlimm. Also wenn ich mal so bedenke, wie das bei mir war, als ich angefangen habe, da habe ich sehr auf Abonnenten geguckt. Gut, tue ich manchmal heute auch noch. Aber es hat doch sehr nachgelassen bei mir. Also ich schaue nicht mehr so genau auf Abonnenten. Ich konzentriere mich eher darauf, wie viele Kommentare ich zum Beispiel am Tag kriege. Oder worauf ich auch gerne achte, ist, sag schnell, wie viele Aufrufe ich habe. Also aufruftechnisch nähe ich mich ja jetzt in 30.000. Vielen Dank übrigens dafür. Also ich habe jetzt laut YouTube offiziell 29.933. Eine interessante Zahl. Und ich bin mal gespannt. Also ich denke mal, dass ich morgen die 30.000 überschreiten werde. Alte Wisp und Rune von Animos. So, dann warten wir mal, bis er fertig wird. Zombies! Und Dämonentor. Ich würde mich an Seelen und Dunkelheit laben. Ganz genau. Oh, was ist denn da los? Was bist du? Barbar. Okay. Was hat er für einen Angriff? 50. Okay, der ist immer noch schwächer als unsere Dämonen. Das finde ich gut. Finde ich gut. Wo will er denn hin? Komme er her! Der lächerliche Mensch hier. Oh, du greifst uns an? Na sowas. Na sowas. Da flüchtet er einfach. Du entkommst mir doch nicht, Mensch. Ich werde dich kriegen. Ich werde dich töten. Die Imps kümmern sich darum. Ach, jetzt kommen die Menschen auch noch von da, okay. So, einmal alter Wisp, das kennen wir ja schon, das Prozedere. Und einmal die Gruft, bitte. So, und dann würde ich sagen, werten wir auch den Schattenturm direkt auf Stufe 3 auf. Ab in den Stein, bitte.
So, dunkle Infanteristen. Ich bringe Schmerz. Zeigt's mir, zeigt's mir. Ich glaube, der Steinbruch, ja, der Steinbruch brennt. Den werden wir mal reparieren an der Stelle. Also ich grüße, wie gesagt, alle Zuschauer, die sich das immer noch anschauen. Wie zum Beispiel die Sabrina Becker, den vorhin schon erwähnten Rimnir Torgerson, den Alerik, auch wenn ich von dem nichts höre hier, das macht aber nichts. Die Marion, a.k.a. Sternenblut, die mich letztens dran, oder was heißt letztens, gestern hat sie mich dran erinnert, dass ich was vergessen habe, nämlich den Galgen zu bauen, wo, was ich mir genau gedacht habe. Also liebe Grüße an dieser Stelle natürlich auch an dich. Und ja, also dann auch noch an den Skafon, der ja zwischendurch mal krank geworden ist, der jetzt aber wieder voll mit dabei ist. Was machst du da jetzt? Jo, da wird aber jemand ganz frech jetzt. Ist klar, mein Freund. Nicht mit mir. Und natürlich hat er wieder so eine riesen Monstergeschwindigkeit. Gegen die kommt natürlich kein Düsenjet an. So schnell wie der ist. Ne, ist ja klar. Wer kennt die nicht? Helden, die schneller sind als Düsenjet. So, Zombies. Also wie gesagt, das wird definitiv die letzte Aufnahmesession sein. So, ich glaube, ich sollte hier nochmal einen Turm errichten, vorsichtshalber. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Irgendwas von mir wird gerade angegriffen. Ach hier, den greift mein Steinbruch an, okay. Frechheit! Ein weißer Magier, okay. Ausgepeitscht. Wie immer, so muss das laufen. So. Ja, also wie gesagt, das letzte Thema war ja, dass die Abonnenten inzwischen viel an Bedeutung verloren haben. Also nicht die Zuschauer selber, die Stammzuschauer, sondern wirklich die Zahl. Also dass man wirklich auf die Zahl guckt, wie viele Abonnenten man hat. Also das heißt nicht, dass die Abonnenten jetzt offiziell als wertlos bewertet wurden. Nein, das soll es nicht heißen. Nicht falsch verstehen. So, und dann ist tatsächlich auch noch was anderes Interessantes passiert, zu dem ich auch noch ein Video machen werde. Denn es ist tatsächlich so gekommen, dass der Laszlo mir gestern Abend tatsächlich ein Geschenk gemacht hat. Auf Steam. Er hat mir nämlich tatsächlich Garry's Mod gekauft. Was ist Garry's Mod? Werden sich jetzt vielleicht einige von euch fragen. Ganz einfach, Garry's Mod ist das, was man braucht, um zum Beispiel TTT zu spielen. Also TTT, Trouble in Terrorist Town. Ein Spiel, das gerade zum Beispiel der Gronkh zusammen mit dem Herrn Currywurst, Pandoria und dem Tobinator LP macht. Und ja, ich glaube, ich greife jetzt mal die Menschen an, die gehen mir richtig auf die Nerven hier. Ich wollte das eigentlich sowieso recht schnell machen, bis auf die letzte Mission, weil die letzte Mission, die wollte ich nochmal richtig schön in Ruhe machen. Aber ich glaube, die hier, die können wir auch so wegreißen mit unseren Dämonen hier. Wir haben ja genügend. Macht sie fertig, Dämonen! Macht sie fertig! Angriff! Dämonentor? Schade. Mein Mana reicht nicht aus, um einen weiteren zu beschwören. Noch nicht. Kommt aber noch. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um die... Erstmal den Bogenschützen streicheln. So. Dann die Söldner, die hier rumlaufen. Und den Turm. Na, erzähl mal, wo hast du deinen Helden versteckt? Ja, erledigt sie! Dämonentor. So, dann werden wir hier nochmal ein paar Wisps vereinen. Wunderbar. So. So ist richtig. Hupsala. Ich wollte die Dämonen haben. Wieso machst du nix? Auspeitschen! Dort, wo die Überzahl bedeutungslos ist, wurde er ausgepeitscht. Okay, er hat sich also die Minen doch geholt. Was für ein Penner. Ich bringe Schmerz. Untergang. Alter, guckt euch das an, der ist schneller als eine Kavallerieeinheit.
Was kann doch nicht normal sein? Das ist doch übel. Guckt das an, wie... guckt euch das an, wie der... Nee, das ist... Nee, das kann nicht sein. Das ist... Nee. 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 Sowas sollte nicht normal sein. Wirklich nicht. So. Haben wir jetzt den Markt auch geplättet und damit hat er jetzt nichts mehr in seiner Basis. Oder sollte ich jetzt sagen, in seiner alten Basis. So, unser Gefolgsmann, genau. Gut. Also der Blaue scheint wirklich nur aus diesem Streifen zu bestehen. Aha, da ist ein Held. Vermute ich zumindest mal, aber es ist einfach so nach... ja, wie soll ich das jetzt sagen? Mensch, jetzt fall doch endlich mal um, du Arsch. Jetzt kommt wieder sowas ähnliches wie in der Glaswüste. Der Gegner haut ab, meine Dämonen kommen nicht hinterher und das zieht sich wieder Ewigkeiten hin. Oh, sowas finde ich ja furchtbar, ne? Sowas ist ja widerlich. Echt. Ein Gegner, der einfach nicht... Und ich habe zu viele Männer. Super. Ein Gegner, der einfach nicht weiß, wann Schluss ist. Schlimm. So, Rune von Manos und Schattenturm der Stufe 4. Bauen wir erstmal hier ein Reformatorium. Die Technologien nehmen wir alle mit. Auch wenn das eigentlich nicht mehr viel bringen dürfte. Ich bringe Schmerz. Wo ist er jetzt hin? Wo ist der Spatenkopf hin? So, ihr geht mal auf Fährtensuche, bitte. Ich bringe Leid. Seht euch, wo ist der hingeflüchtet? Oder habt ihr den erledigt? Nein, da ist er. Holt ihn euch! Holt euch den Penner! Mensch, bringt die doch endlich mal zu Fall. Das ist doch nicht wahr. Mann. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Der rennt jetzt schon hier durch die Landschaft. Ist doch furchtbar. Sowas nervt mich, echt. Dass der KI-Spieler einfach nicht weiß, wann Schluss ist. Mann, das zieht das Let's Play doch noch weiter in die Länge. Beschweren sich die Leute nachher, dass das Let's Play so lang ist? Nein. Also ich habe bisher keine Beschwerden in der Richtung vernommen. Es wird auch so, ist es sowieso jetzt mein längstes Let's Play, also von daher. Und ich, ja, Risen wird nicht unbedingt wesentlich länger. Also es wird definitiv kürzer werden, das hoffe ich zumindest mal. Oh Leute, bleibt doch nicht stehen, Mensch. Da kommt er. Aha, jetzt baut er da wie ein Palast hin. Ich weiß auch nicht, wie hoch seine Heilrate ist. Ihr habt ja gesehen, er war vorher mal im roten Bereich, jetzt ist er schon wie im gelben. Das ist total kurios damit. Genau, haut den Palast weg. Oh, die warten da und er kann in Ruhe abhauen. Super. Ganz toll. Sowas ist ja auch klasse, ne? Ach, guck mal, hier haben wir ja sogar noch Schreine, sehe ich gerade. Da gehen wir mal hin. Dann haben wir zumindest noch ein paar Rätsel oder sowas. Wenn der Gegner schon meint, ich muss andauernd abhauen, dann können wir das zumindest noch nutzen. Oh, sowas nervt mich ja, ne? Sowas fuckt mich hier richtig ab. So. So, einmal die Sklavenhorde und die beiden Technologien für den Assassin. Wo willst du hin, Alter? Der hat jetzt bestimmt 3 oder 4 Paläste hier gebaut. Oder versucht zu bauen. Das ist ja furchtbar. Untergang. Los, Dämonen, mach den endlich fertig. Der ist immer noch nicht tot. Alter, wie lange hält er durch? Das ist ja furchtbar. So, gucken wir mal hier. Zweigling namens ihn. Ach, das ist so eine Mörser-Quest. Ja, nee, brauchen wir nicht. Nee, nee. Können wir dankend drauf verzichten? Alter. Junge, das ist doch nicht dein Ernst. Wirklich jetzt mal. Ohne Scheiß jetzt. Irgendwann musst du doch einfach mal aufgeben. Kannst du nicht immer so weitermachen. Oder doch? Ich hätte ja mal Bock, unseren Gefolgsmann hier mal in den Kampf gegen ein paar Hellebarden zu schicken, auf die Gefahr hin. Ich speichere mal vorher. Weil ich würde den ganz gerne behalten. Es könnte ja sein, dass ich den Helden auch mal für private Spiele nutze, also Gefechte hauptsächlich. Also ich werde nicht Etheria nochmal spielen, denn das geht tatsächlich.
dass man, wenn man es einmal geschafft hat, nochmal neu spielen kann. Nur eben halt, dass sie... Oh, das sind ein bisschen viele. Das sind ein bisschen viele. Ah! Lass dich nicht treffen. Okay. Oh, dieser blöde Held, ne? Es ist nicht zu fassen, ey. Der haut schon wieder ab. Das ist ein blöder, abgehalfterter Held. Echt. Forschung abgeschlossen. Ich kann die nicht anklicken. Warum kann ich die nicht anklicken? Das ist ja doof. Truppen werden angegriffen. Ich will gerne wissen, wie viele Trefferpunkte der hat. Ach, so viele Trefferpunkte. Ich verstehe. Danke, jetzt darf ich den mal anklicken. Das ist aber sehr nett. 120 Punkte, okay. Das ist eine ganze Menge. Das ist wirklich eine Menge. 120 Punkte ist nicht ohne. Weg da! Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht gerade stimmungsaufheiternd, das gebe ich zu. Aber wer rechnet schon damit, dass der Held einfach nicht aufgeben will? Ich hätte damit nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. So, der ist tot. Und unser Arbeiter lernt noch ein bisschen was. Wann kriegt er die nächste Beförderung bei 160 Punkten, okay? Ich weiß, man kann auch bewusst darauf drängen, seinen Arbeiter zu verlieren. Nö. Ihr seht ja, er hat noch ziemlich gute Gesundheit. Wo ist er? Er haut doch schon wieder ab! Bleib doch mal stehen, du blöder Penner. So, die Imps kümmern sich mal um den Palazzo, da. Alter! Das ist dieser beschissene Nachteil. Warum hat der so eine riesige Geschwindigkeit? Was soll der Blödsinn? Das braucht er nicht. Wirklich nicht. Das muss nicht sein. Dadurch zieht sich das Spiel nur unnötig in die Länge. Das ist wirklich nicht schön. Wirklich nicht. Das muss nicht sein. Mein Held ist auch nicht so schnell. Weil er es einfach nicht nötig tut. Dann setze ich lieber auf Angriffskraft oder auf Magie, aber doch nicht auf Geschwindigkeit. Das ist Blödsinn. Das ist meine Meinung. Es geht ja schon wieder dahin. Verschwinde! Ui! Mach keinen Scheiß, Alter. Verpiss dich lieber. Ja, also wie gesagt, es wurde gewünscht, dass wir ja nochmal die Waldelfen spielen. Könnte ich machen. Weil es sind, wie gesagt, noch ohne diese Karte sind nur noch drei Karten zu spielen. Wo kommt der denn auf einmal her? Den hast du beschworen, hä? Oder gibt es hier irgendwo einen Tempel, den er heimlich in Besitz genommen hat? Ja, ist klar, ey. Das ist so ein Penner. Ich hoffe, die kriegen den endlich mal am Arsch. Das ist ja furchtbar mit dem. So, jetzt aber. Na, endlich! Meine Fresse nochmal. Das war ja schon nicht mehr schön. So, auspeitschen. Und jetzt die Türme erstmal. Alter, das war ja schon nicht mehr schön. Ja, es ging viel schneller. Warum nicht gleich so? Jo, der wurde nebenbei ausgepeitscht, der Adler. Mann. Warum nicht gleich so? Man kann sich da auch echt quälen. Ach, jetzt erst wurde er bezwungen, okay. So, und jetzt räumen die Dämonen hier noch auf. Und dann ist die Karte auch schon gewonnen. So, alles wunderbar. Unser Gefolgsmann lebt auch noch. Wenn ich mal bedenke, wir hatten damals mal einen Dämon, der war Top-Elite. Der lebt ja schon lange nicht mehr. Gut, und unser Arbeiter hat noch mal ein bisschen Training gekriegt. Ich sag ja, Dämonen mögen keine Mauern. Es macht sich einmal mehr bemerkbar. Verwirrt sie, zeigt's mir. Macht sie fertig! Ich bringe Schmerz. Peitscht sie alle aus! Verwirrt sie. Oder bringt sie so um. Somit dürfen wir dann auch gleich die Hillebarden-Einheiten zur Verfügung haben. Ja, sehr schön.
Und was ich noch sagen wollte, was die Harkonnen angeht, wie gesagt, das werde ich ja definitiv durchziehen. Also in der nachfolgenden Aufnahme, die ihr sehen werdet, die Parts 19 bis 21, da habe ich ja gesagt, nein, ich breche das ab, ich beende das an dieser Stelle. Ich bringe das zu Ende. Also vernünftig zu Ende, nicht so unwürdig. Danach mache ich noch die Orders. Und danach kommt dann Galactic Civilization 2. Ich habe übrigens gewonnen gerade. Ja! Ach, guck mal, so kann man auch das Menü öffnen, okay. Cool, gut zu wissen. Jawohl, da waren es nur noch drei Länder. Sehr schön, geil. Wunderbar. So. Ich könnte einen zweiten Arbeiter ranziehen, aber... Nö. Und da waren es nur noch drei. Ihre Feinde bieten an, sie zum Kaiser auf Lebenszeit zu machen. Außerdem bieten sie die Dienste von Kaivar, dem mächtigsten Minotaurenkönig. Wenn sie gnädig sind, was wollen sie tun? Nehmt ihnen das Leben. Ganz genau. Ein Aufstand, was? Feenhorden kamen plötzlich aus dem Nichts und versuchen, eine Provinz zurückzuerobern. Wenn sie alle an diesem Aufstand beteiligten feindlichen Truppen vernichten, behalten sie ihre Ländereien, wilde Küste und erhalten doppelten Tribut. Jetzt muss ich mich auch noch mit einem Aufstand rumschlagen. Echt jetzt? Ja, natürlich mehr Kronen.